Das Bild kommt mir bekannt vor, der Name zwar nicht mehr. Das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass ich schon lange nicht mehr gespielt hatte dann. Nach der letzten Schlacht. Aber der hat schon mal. Der war doch auch beim Schloss, oder? Also bei der Festung. Ich mag es nicht, dass keine Melodie da ist. Das macht die Schlacht noch langweiliger. So, gut. Sie sind geradewegs in eine Falle getappt oder so. Nee, sie sind wie Ratten in einer Falle. Schlagt sie nieder. Lasst niemanden entkommen. Aber unsere Streitmächte sind zu ausgedünnt. Unsere Flanken sind nicht stark genug oder so. So, das Einzige, worum sie sich kümmern müssen, ist das offene Feld von Southwind. Genau. Macht euch keine Gedanken. Los. Bekommt sie. Get them, ne? Das wird ein Spaß. Dieser alte Feigling von Southwind hat aufgegeben ohne einen Kampf. Und das war echt langweilig. Ja, der Kampf wird hier nicht besser. Hört mir zu. Wir müssen den Feind beschäftigt halten, bis Tai sich hinter sie schleichen kann. Seid also stark. Wow. Start Battle. Wow. Oh Gott. Ich frag... die agieren selber! Oh, ich muss nichts machen. Ach, schön. Nur doof, dass ich in sowas echt schlecht bin mit Kommentieren und so, ne? Und der Feind macht seinen Zug. Geht ein Stückchen weiter ans Wasser. Wird von einer Krake reingezogen. Oh nee, das ist was anderes. Hihihi. Tai, du hast nur ein Ziel. Solonis Kopf. Einheit. Du kannst alle anderen ignorieren. So, die machen jetzt erstmal. Machen. Wo ist der denn? Da. Den greife ich an. Lalalala. Oh, dass man nur so kleine Stücke laufen kann. Und hopp. Und hopp. Bright Shield. Aha. Heals Damage. Heals. Okay. Warum habe ich eigentlich den kleinen Bengel bei mir, Poker? Der ist keine große Hilfe. Der ist Stufe 3. Greifen die an? Greifen die mich an? Was haben die denn angegriffen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, ich vergesse keine Musik hin. Also, ich vergesse nicht, die Musik zu hinterlegen. Damit es ja nicht zu langweilig wird. Oh, wie ich die ganze Zeit überlege, ob, ich das bei der letzten Schlacht gemacht habe. Da war nämlich auch keine Musik. Wieso ist hier keine Musik? So ätzend. So, Attack. Ich habe echt viele verloren. Was zur Hölle? Der Feind attackiert von Seiten. Was? Von wo sind sie gekommen? Wir sind umzingelt. Seid keine Feiglinge. Geht zurück in die vorderste Linie. Ich werde mich um diesen Dorn hinter uns kümmern. Hey, seht euch das an. Die Highland-Armee. Sie werden geschlagen. Seht. Tai attackiert Solonis persönliche Einheit. Das ist ein mutiger junger Mann. Der ist immer so, ich weiß nicht, so fasziniert. Wirklich? Solonis Einheit? Lord Tai. Er ist ein Mann, der uns zum Sieg führen kann. Es ist unsere Chance, zurückzuschlagen. Sieg! Das stimmt. Es ist Zeit, sie für das zahlen zu lassen, was sie Lord Cranmire angetan haben. Für die Ehre von Southwind. Er hat recht. Jetzt ist unsere Chance zu kämpfen. Zerstören wir die Highland-Armee. Ah, Tai, unsere Arbeit ist getan. Wir sollten zurück.
greifen die ordentlich an. Aber es ist lustig, dass genau die Figuren, die nicht als Pferde dargestellt werden, zu uns wechseln. So, bin ich dran? Oh, oh, ich bin ja mal dran. Oh. Achso, ich war ja noch gar nicht, ne? Oh, verdammt. Kann ich nicht ohne und sagen, hits the round, hits damage? Nein, nicht von mir. Kann ich das machen? Geht dann das Schwert weg? Ich versuch's einfach mal. Ich habe ja sonst jemanden bei mir. Oh, das Schwert geht wirklich weg. Cool. Und Jahrhunderte später, irgendwann hat der Feind seine Züge beendet. Oh, sind von denen gerade viele gestorben. Aber ordentlich. Wie viele Schwerter brauchen die nochmal, bis die besiegt sind? Ernsthaft? Konnte sich hier entscheiden. Ene, Ene, Mu und Graf bist du. Oh Mann. Schon niedlich. So, jetzt greift er. Die haben auch viele verloren. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht, ne? Ah, wir werden das gewinnen. Wir werden das gewinnen. Aber ich will gerne mit meiner Mannschaft mal in seine Nähe kommen. Jetzt ist er schon wieder abgehauen, die Sau. Oh Gott. So. Mach mal hier nur, damit ich mich bewegen kann. Die paar haben auch ganz schön viel kaputt gemacht. Das freut mich. Das erfreut mich mit Stolz. Nein, das erfüllt mich mit Stolz, ne? Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Jetzt macht mal hin, ne? Macht mal hin. Schalalalala. Oh, jetzt haben wir beide was abbekommen. Aber der hat schon den das zweite Schwert. Mann. Ah, war das schwer. Kann ich denn... Ach, Mann, oh, ich will das mit ihm tauschen. Ja. Du hast ja noch keinen Schaden ab... Verdammt. Nein. So hin. Warten. Du wirst dann einfach weiter attackieren, ne? Denke ich mal. Wird nicht schief gehen. Hätte vielleicht wegrücken sollen. Oh, die haben jetzt viel verloren. Oh. Das geht jetzt dezent in die Hose. Würde ich hier aufhören, das bitte zu tun? Na, die Gruppe ist jetzt fort. Die ist erledigt. Dafür ist diese Gruppe auch erledigt. Noch drei feindliche Gruppen. Das kann nicht sein. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Oh, er wartet sogar. Er greift mich nicht an. Oha, oha, oha. Ja, die Gruppe ist jetzt auch weg. Das war nichts. Die Gruppe könnte jetzt auch weg sein. Ja, die ist auch weg. Jetzt sind noch zwei feindliche. Und wir attackieren. Machen Damage. Ja, ein bisschen viel verloren für meinen Geschmack. Auch noch. Okay, ich habe nichts verloren. Das ist schon mal ganz gut. Aber er hat auch nichts verloren. Das ist das Blöde. Lord Yi, das wird nichts. In diesem Moment werden wir
werden wir schon bald... Also werden schon bald wir umzingelt sein. Ich weiß. Rückzug. Och, lol. Victory! ja, es fehlt halt die Musik, ne? Ich weiß nicht warum. Ist das normal so, dass da keine Musik ist? Weil das ist sterbenslangweilig auf die Weise. Wir haben es geschafft, wir haben gewonnen, Teil. Die sind abgehauen. Ich denke, wir haben es echt geschafft, hä? Huh? Ja. Hey, Lottei ist zurück. Ihr habt's geschafft? Ihr habt's wirklich geschafft? Oh, ich bin so erleichtert. Pelika und ich haben uns solche Sorgen gemacht, aber Tai, dir geht es gut. Kommt schon, alle warten in der großen Halle. Ach ja. So, Ellie ist gejoint und Bolgan ist gejoint und Sai ist gejoint. Ach ja. Ist das schön. Alle warten in der Halle. Du bist berühmt, Tai. So wie aus dem Nichts bist du jetzt jedermanns Held. Und das... ja, und das sollte er auch. Das ist der junge Mann, der die Highland-Armee besiegt hat. Alle reden alle reden über dich. Sie nennen dich den... Herald of Victory, okay. Wir haben es geschafft, diesen Krieg zu gewinnen. Diesen Kampf zu gewinnen, aber... Wir haben Lady Annabelle verloren und Moose ist gefallen. Und nun unter Kontrolle der Highlander. Der Staat ist Shamblers und die Überlebenden in großer Gefahr, zu jeder Zeit getötet zu werden. Früher oder später Luca Blight Haupteinheit wird, also die White Wolf Guard wird uns attackieren hier im North-South Window. North Window. In unserer jetzigen Verfassung werden wir nicht in der Lage, gegen sie zu bestehen. Wir müssen mehr Kräfte besorgen, also an Macht wachsen. Du redest davon, dieses Schloss zu unserem Hauptquartier zu machen, sodass wir die Highland-Armee bekämpfen können? Genau. Wir haben dann ein gutes Werkzeug, um Leute zu sammeln. Das ist ein großartiges altes Schloss. Aber jetzt brauchen wir jemanden, um all die Macht darauf zu fokussieren. Jemand, der uns alle zusammenbringt. Wir brauchen einen Anführer. Shu, meinst du, bist du, also sagst du da gerade, dass du dieser Anführer sein willst? Nein, ich kann das nicht tun. Ich bin ein militärisches Genie. Aber ich bin nicht gut darin, Leute zu führen. Oder sie zu inspirieren. In dem Fall... sollten wir auf den... den Bürgermeister... Also den gegenwärtigen Bürgermeister zurückgreifen oder so. Aber ohne einen Anführer... Ich bin nicht sicher, ob er uns helfen wird. Oder ob sie uns helfen werden. Hier gibt es eine Person... der unser Anführer sein sollte. Tai, nein, ich meine Lord Tai. Du bist derjenige, der der Anführer von der neuen Startarmee sein sollte. Wir brauchen dich, damit du uns den Weg zum Sieg zeigst. Warte eine Minute. Warum Tai? Das ist nicht richtig. Kannst du mir das erklären, warum? Es ist der Name Genkaku. Genkaku? Du meinst doch nicht den Genkaku. Du bist der Sohn eines Helden.
der einst vor 30 Jahren den City State irgendwie abhanden gekommen ist, keine Ahnung, oder geholfen hat, wichtig war, in deinen Händen besitzt du dieselbe Bright Shield Rune wie einst Genkaku. Du bist Lord Tai, der General Solonyi von den Highlandern besiegt hat. Viele Leute sehen zu dir auf und sehen in dir Hoffnung. Aber noch mehr als das, ich habe deine Brillanz erkannt. Diese Art von Brillanz, die dieses Zeitalter braucht. Du musst die State-Armee anführen. Ernsthaft, wer hätte es erwartet, dass natürlich die Hauptperson, die wir spielen, dessen Namen wir aussuchen können und so weiter, im Endeffekt der Anführer sein wird. Ist ja nicht so, als ob das im ersten Teil auch der Fall gewesen wird. Und würde mich auch nicht wundern, wenn das in den nachfolgenden Teilen auch noch der Fall wäre. Sofern die halt auch so aufgebaut sind, wie jetzt die ersten beiden Teile, das weiß ich ja auch nicht. Aber wir haben unser Hauptquartier, wir sind der Anführer. Uhuhu. Das heißt, wir können bald Leute rekrutieren. Das, was ich am liebsten mag. Ich ein Anführer? Oder ich glaube nicht, dass... Aber ich mache ich ein Anführer. Warte eine Minute, Tai. Bist du dir sicher? Ich glaube, du solltest dir noch mehr Gedanken darüber machen. Aber Luca Blight, du sagst meine Macht, aber... Ich bleib mal beim Ersten. Das ist wahr, aber... Ach, warum du? Gibt es einen Grund, warum du das tun musst? Es wird sehr gefährlich werden. Aber wenn ich dabei helfen kann, diese Macht... Nein, wir bleiben mal bei der oberen Schiene, ne? Ja, aber... Wir können nicht erwarten, dass Tai solch eine Entscheidung jetzt trifft. Er braucht etwas Zeit. Aber es gibt noch etwas anderes, worüber ich mit dir reden möchte. Etwas, das Annabelle keine Zeit hatte, mir zu sagen. Lord Tai, bitte nimm dir Zeit und denk darüber nach. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, komm bitte hier zurück. Ich glaube an dich. Tai Nanami, kommt später in die Taverne. Ich werde euch über Genkaku berichten erzählen. Hey, was wirst du tun? Du kannst nicht so eine große Sache so ganz einfach entscheiden, oder? Hey, Tai. Willst du wirklich diese Art von Macht? Ach, vergiss es. Ich gehe. Ich bin nur irgendwie ein bisschen... Nee, ich bringe uns nur beide durcheinander, keine Ahnung. Was wirst du tun? Sollen wir zur Taverne gehen? Ich würde schon gern was über Genkaku erfahren. Oder sollen wir lieber gute Nacht sagen? Du kannst immerhin deine Entscheidung auch morgen treffen. Tja, was ich machen werde, ist auf jeden Fall ein Schnitt. Es ist viel erlebt. Ich weiß nicht, wo ich da irgendwo was weggeschnitten habe. Wahrscheinlich von der Schlacht, weil die ist so sterbenslangweilig. Nein, dann geh nicht schlafen. Willst du schon schlafen? Nein. Ich will noch nicht schlafen. Ich bin nur rumgelaufen, um so ein bisschen was überhaupt zu machen. Ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge in die Taverne gehen, weil ich würde schon gerne was über Genkaku erfahren. Und meine Entscheidung ist ganz klar, Anführer, da wird es auch drauf hinauslaufen. Ich glaube, davor können wir uns auch gar nicht wirklich drücken. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf das Rekrutieren, aber so richtig. Das ist halt nur die Frage... Haben wir auch wieder diese Freiheiten, Bewegungsfreiheiten wie damals im ersten Teil? Da konnten wir durch die eine Magierin und durch den Blinky Mirror immer hin und her switchen. Also so auf ganz einfachem Weg. Ja, sonst müssen wir halt einzelne Orte abklappern und gucken, wo es da was gibt.
Ihr könnt natürlich auch dann Tipps geben für welche, die nicht so offensichtlich sind. Oder wenn ich bei irgendwem nicht weiter weiß, dass ihr sagt, hey, du musst dann das und das machen oder geh nochmal dahin oder irgendwas. Das ist gar kein Problem. Da könnt ihr mich dann ruhig, ich sag mal, spoilern in der Art. Aber erst, wenn ich auf diese Person getroffen bin oder wenn ich in dem Ort bin oder sonstiges. Es kann natürlich auch sein, dass bestimmte Orte, wie jetzt zum Beispiel diese windige Höhle, auch so ein Ort ist, wo ich nochmal reingehen sollte, weil sich dort jemand befindet, dann könnt ihr das auch sagen. Einfach sowas wie in der Art, ja, geh da nochmal hin und da nochmal hin oder sowas. Ich möchte das Ganze ja jetzt möglichst relativ nah zum veröffentlichten Zeitpunkt haben. Ich dürfte jetzt aber auch genug haben für den Rest des Jahres, dass ich dann ab dem neuen Jahr wieder aufnehmen kann. Ich werde auf jeden Fall einen Cut setzen, bevor ich mich so frei bewegen kann, dass ich da auch auf eure Vorschläge richtig gut darauf eingehen kann. Jo, weil ich halt gerade nicht weiß, wann diese Folge online kommt. ja, wie gesagt, ich mache einen Schnitt. Das nächste Mal gehen wir in die Taverne. Und wie gesagt, ihr könnt euch dann entsprechend in den Kommentaren frei austoben. Aber bitte spoilert mir nicht zu arg. Also nur so kleine Hinweise, wo ich auf jeden Fall hingehen sollte oder woran ich mich nochmal erinnern sollte oder sonstiges, ne? Weil ihr wisst, ihr kennt mich mittlerweile oder ein paar von euch. Ich bin sehr vergesslich, sehr vergesslich. Erinnert mich einfach daran, ne? Gut, dann, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.